In der Kleinstadt Porto Empedocle am südlichen Zipfel kommen ein- bis zweimal täglich Fähren mit 100 Migranten aus Lampedusa an und von dort aus werden die Menschen weiterverteilt an Flüchtlingsheime oder Ankunftszentren auf der ganzen Insel. Dafür werden alte Wohnhäuser, Bauernhöfe oder Kasernen genutzt und es entsteht eine ganze Infrastruktur rund um die Flüchtlinge. Es sind sizilianische Kleinstädte, die Sicolina, Villaggio Mose, Trapani oder Ragusa heißen und in denen Menschen ankommen bzw. heimisch werden sollen. Sizilien gleicht dabei einem riesigen Auffangbecken für vorwiegend junge Männer aus dem Tschad, der Elfenbeinküste, Nigeria, Mali, Burkina Faso oder Guinea-Bissau. Where are you from? Marokko. Marokko. How long here? Douani. Douani? Douani. Okay. Also Marokko? Okay. Life is hard here, isn't it? Duro. Vida duro. La vida è dura, sì, certo. La vita è troppo dura. Okay. La vita è così. Why are you so worried? Okay. Così. Aus welcher Stadt kommen Sie? Which city? Which city? Rabat? Casablanca? Vicino di Marrakesh. Marrakesh, okay. Casablanca. 2 anni. Okay. 2 anni. Planes per l'avenir? The future? Cercare lavoro. Here? Cerca lavoro. Okay. Okay. Marokkaner seit Jahren in Zeltstätten lebend, ohne weiteren Plan für die Zukunft und mit Narben auf den Armen, die Fragen aufwerfen. Auch so sieht Versagen aus. Yo, mein Name ist Jan. Wenn ihr die ganze Doku sehen wollt und mehr über Lampedusa erfahren wollt, dann klickt auf www.news.de oder den ersten Link in der Videobeschreibung.